Der klingt nicht, wenn ich mich beschwere. Hallo, willkommen zurück zu Hallöchen, Leute! Hallöchen, Leute! Fully hat einen schrecklichen Planeten ausgesucht, hab ich gehört. Welches Gesicht, das wird nicht hier? Keine Ahnung. Hallo, Moria! Wir spielen Morrowind! Er ist so happy. So, ich kauf noch ein paar Taschenlampen, damit wir ein paar Taschenlampen haben. Ich geh schon mal los. Wo kommen die? Da sind die, da hinten sind die. Oh Gott, ist das weit weg. Ich muss natürlich Taschenlampen kaufen, sonst wär's kein richtiger Part für uns, oder? Jungs, welches Hazard-Level ist das? Ich nehme auf dem Rückweg welche mit, Mensch. Schon okay, ich bring die weg. Wobei, ich hab gar keinen Bock, die wegzubringen, ich leg die hier hin. Nee, weißt du was? Ich glaube, ich bring das lieber zurück, sonst ist die weg. Die Gitarre? Jo. Dann nur noch ein paar Taschenlampen mit. Dann helfe ich dir tragen. Das ist übrigens Eclipse, ne? Ernsthaft? Jo. Oh mein Gott. Fully hat das ausgesucht. Hier gibt's keine Hunde. Vor allem, Atlas Abyss ist einer von den Mottenmonden, einer der höchsten, also dieser teuren, oder schwierigen, glaube ich. Es könnte sein, dass Hazard Level S Plus sogar war. Ich habe gar nicht drauf geachtet, leider. Okay. Okay, dann gehen wir auch mal ins Abenteuer, oder? Okay. Let's go. Jetzt hätte ich den Jingle noch einmal machen müssen. Ja. Wollen wir mal hier links lang gehen? Weil die sind ja rechts reingegangen. Wollen wir hier links mal reingehen? Okay. Ich kann gerade nicht sprinten. Let's go! Oh, hier hört auf einmal der Wind auf. Ganz komisch. Hat bei dir auch keinen Wind? Oh, achso, das ist ein Film. Wohl doch, ich hatte Wind. Bei mir war richtig lauter Wind, auf einmal war er weg. Ja, war nur nicht so laut. Oh mein Gott. Guck dir den hier an. Oh, die ganzen. Yo, guck mal da! Ich dachte, du hättest jetzt ein Spray hingemacht. Nein. Oh, hier sind die Masken. Let's go. Oh Gott, ich habe gerade dein Gesicht gesehen, kurz. Und es ist so schrecklich. Achso, wir sollten vielleicht sagen, wir haben in der letzten Folge gesagt, dass wir kein Dings mehr machen, kein, Wir machen weniger. Wir machen weniger. Einfach nicht ganz so viel wie Woche. So. Wo ist der John-Boy hin? Joni Amazoni. Ah, das ist voll schwer, das Scheißschild, ne? Joni. Ist hier der Brackenraum? Ja. Abgeschlossen. Das heißt, wenn er einen holt, dann tötet er einen, weil er nicht in den Raum reinkommt oder. Wobei, vielleicht kann der rein. Vielleicht hat er den Schlüssel. Oh, hallo. Kann ich dich mitnehmen, oder? Doch, kann ich. Der Brackenraum. Kann mal gucken, ob der Strom an ist überall. Aber noch ein Gemälde. Ja. Naja. Was ist mehr wert? Das ist Mühle natürlich. Dann bringe ich auch mal den Kram schon mal raus, den ich habe. Ist ja nicht so wenig. Zwei Gemälde. Ein Schild. Ich frage mich, wo Johnny hin ist. Der war ja einfach weg. So schnell. Welches ist wertvoller? Das hier. Okay. Einer müsste ja auch draußen sein, der kann mir bestimmt tragen helfen.
kleinen Pipas werden gleich an mich ranspringen. Das wird sehr schwer sein. Wenigstens einen Raum mit einer Sache. Das ist in der Nähe vom Eingang, oder? Ja. Okay, wir haben es geschafft. Ich wurde die ganze Zeit von... Du warst ganz schön draußen. Die ganzen Hunde um mich rum, Herobrine hinter mir her. Es war auf jeden Fall ein sehr entspannter Ausflug. Zombie und ich haben so rumgeschätzt. Jetzt nichts mehr sagen, die Hunde sind da. Und dann wurde er sofort gefressen. Oh, John ist in den Tod gesprungen. Ich habe schon gewundert, wo der hin ist. Fully, du suchst den nächsten Mond aus, hast du es gesehen? Nee, wir bleiben hier. Okay, wir bleiben. Nein, wir bleiben hier. Wir bleiben hier, Den hast du bezahlt, hier bleiben wir die ganzen drei Tage drauf. Ja, stimmt. Okay. Zahlt ist bezahlt. Melf, ich bin in den Bahnhof gegangen und instant runtergefallen. in so ein Loch. Und dann hab ich nur noch gehört, wie du mal nach dem rufst. Ja, Moggi? Du kannst mir dankbar sein, dass ich rausgegangen bin und dann vier von diesen komischen Seesternen an mir geklebt haben und die Hunde abgelenkt haben. Wir haben nicht Eclipse heute, oder? Moggy hat Melf gerettet. Eigentlich haben Zombie und Moggy Melf gerettet. Ja. Ich habe die Hunde auf mich gezogen, dass sie mich essen. Ihr habt mir den Weg frei gemacht. So sieht's aus. Hast du geschmeckt? Hazard Level. Ich hab mich nur noch am Boden danach. Ich habe mich nicht mal getraut, die Taschenlampen einzusammeln, weil ich so viel Angst hatte, wenn ich das Gemälde hinlege, dass dann alles kaputt geht. Ah, komm, ist der Fire Exit? Ja, komm, wir gehen Fire Exit. Fire Exit! Kannst du dir ein paar Gemälde mal angucken? Also, das heißt Gemälde, nicht Gemälde, sondern Wandmalereien, meine ich. Warum steht, dass ich schon mit 45 Pfund beladen bin? Hast du noch so einen Typmann hier drin? Denn das ist ein Bug, oder? Ich denke, das ist irgendein Bug, aber es ist ein bisschen nervig. Das muss ein Bug sein, ja. Als ob du die Pipos mal die drin hast. Aber gut, theoretisch trägst du auch die ganze Zeit hier noch einen Kompanie-Kollegen. Ricky trägst du mit dir rum, ne? Ja. Guck mal da, die Masken. Oh, ich kann halt echt nicht lang rennen. Das ist sehr nervig. Hallo? Hallo? Ist da wer? Nö, da ist nichts. Wollen wir mal hoffen, dass der Bug weggeht. Nicht, dass du den ganzen Tag heute mit 45 Kilo da rumläufst. Pfund, Mave. Pfundskerl wie ich. Läuft mit 45 Pfund rum. Mit so viel Übergewicht. Hier ist der Bahnhof. Ich hab Rund gemacht. Hab fast ein Ding gemacht. Remote. Oh, da ist sie schon. Die ist immer ein Klassiker. Oh, wenn du noch in 3 Minuten mir Bescheid sagst, dann wird Fully wieder im Raumschiff sein. Und dann können wir die Taschenlampe anmachen. Weil Fully ist immer nur so... Fully ist immer nur so 2 Minuten draußen, dann ist er... Lauf! Ja, niemand redet schlecht über Fully. Weg mit ihm! Hey Fully. Was denn? Was ist die? Ich hab gesagt... Hey, das stimmt mit mir nicht. Ich hab... Weiß ich nicht. Du siehst doch wunderschön aus. Ich hab gesagt, in einer Minute bist du wieder im Schiff und dann ärgern wir dich mit der Fernbedienung. Ich hab die ganze Zeit schon 45 Pfund bei mir. Ich weiß ich müsste auch raus. Wo geht's denn raus? Du hast einen ganzen Fully bei dir? Ja, ganze 20 Kilo.
Wo geht's denn hier raus? Ich bin vollgepackt. Hallo. Ich bald rein. Was willst du denn jetzt? Ich rede mit Fully. Okay. Gut, wenn du dich angesprochen fühlst, dann wird dein Mund haben. Dann ist du mit was soll das denn? Hallo? Es war nur Spaß, Fully. Ich hab den anderen gemeint. Mit dem ich nicht mehr reden will. Der Deckenkoppler ist hier unterwegs. Achtung. Okay, dann will ich dran sterben. Kannst du Zombie bitte ausrichten, dass ich ihm dankbar bin für diese Information? Okay, Zombie ist dankbar. Für diese Information. Auch schon jemanden Ausgang? Ich hab einen Schlüssel. Nee. Ich hab auch einen Schlüssel. Hey, der Ausgang ist hier unten. Ja, ja, perfekt, da will ich hin. Johnny. Ah, hier sind auch so Wandmalereien, okay. Ich geh mal zum Feuerexit. Hast du noch Stuff? Was? Hast du Gegenstände? Nee, ich habe nichts gefunden, deswegen bin ich zum Feuerexit. Na dann. Feuerexit war halt auch nicht so viel, wobei ich war nicht an allen Ecken. Nur manchen. Aufladen hier das Ding. Kurz gucken, wer schon gestorben ist. Ach, mit Teleporter? Nee, haben wir nicht. So, gucken wir mal. Fully ist noch am Leben, aber ein Gegner in der Nähe. Mogi lebt. Zombie lebt. Wo sind die überhaupt? Johnny ist tot. Ich hoffe die ganze Zeit, dass diese Holzbretter hier mal einbrechen beim Rüberlaufen. Johnny ist tot. Man, nein! Ich kann dir Johnnys letzte Worte auch noch ausrichten. Ich habe ihn nämlich gehört. Er hat nämlich gesagt. Ah ja, er hat den Krabbler gefunden. Dann habe ich es draußen im Schiff auch gehört. Ja. Mich hat eine Spinne zum Haupteingang gejagt. Ja, die ist bestimmt schon weg. Die, als ob die hier steht. Das ist eine Sackgasse. Ob unten was ist, weiß ich nicht. Hab noch nicht geguckt, aber wahrscheinlich auch eine Sackgasse, weil die anderen umgedreht sind. Ja. Okay. Und Schöpfer. Das ist hier links. Ja, das ist wahrscheinlich oben dann, wo wir hin müssen. Sehr schön. Ich meine, dass wir den Kernraum gefunden haben. Oh ne, es war die Runde davor. Der Krabbler müsste auch noch hier rumlaufen, ne? Der hat ja schon die gesnackt und dann ist. Oh, hier ist die Spinne. Und der Krabbler. Ich sehe den Krabbler, ja, der rennt da gerade. Ich sehe den Renner. Der absolute Renner. Brackenraum. Hier ist nichts. Doch, hier ist was. Wenn ich Masken finde, dann heißt das, dass eine Maske da ist, oder? Fully? Bist du der echte Fully? Ich bin jetzt im Haupteingang gejagt. Da ist die Spinne. Da gehen wir mal nicht lang. Fully! Oh mein Gott. Fully! Ich sehe einen Krabbler, ja, der rennt da gerade. Krabbler? Nee. Das sind alles nicht meine Freunde, das sind alles Feinde, die mit mir reden. Du Scheiße. Oh, eine Taschenlampe. Haben ein paar kernige Jungs hier? Okay. Oh.
Mann! Nein! Das konntest du nicht wissen, dass er um die Ecke wieder zurückkommt. Oh, so eine Scheiße, den Hunden. Sind die scheiße. Ich wusste, wie wir es zusammenhalten, weil der eine Hund hat mit ganz tiefer Stimme und Moggis Stimme gesagt, haben wir ein paar verkernige Kerle hier? Jemand hat ja, ja, bei mir war eine dunkle Stimme, das war Moggi. So. Moggi hat den Tag gerettet. Ja. Easy. Ja. Ich war schon zweimal vom Hund gegessen. Weil nicht die verkehrte Idee, nochmal hier drin zu bleiben. Richtig, Moggi. Manchmal muss auch einfach jemand überleben. Gameboy. Abyss ist ganz cool, aber die Hunde hier sind ein bisschen OP. Und ein bisschen wild. Ich hab den Weg nicht mehr nach Hause gefunden, habe ich einfach. Die Hunde gegangen, Toter ist tot. Daisy ist Employee. Was hast du das? 300 rausgeholt? Gut. Ich hab dein Lachen gehört, Moggi. Richtiger Stubenhocker. Aber ich hab's einfach drauf angelegt, weil ich den Weg nicht mehr rausgefunden habe. Du hast den Tag gerettet, Moggi. Einmal und können wir noch hier landen. Und nochmal. Ich konnte mich daran erfreuen, dass Fully. Ja, genau. Bin ich auch. Ja. Mhm. Was ist mit mir jetzt? Oh, da ist eine Jump Challenge. Mach mal. Dann ich habe immer noch die 45 Pfund, weil ich nicht gestorben bin. So eine Scheiße. Stimmt. Warte mal, ist das ein Bug? Nein. Er hat ein bisschen ungesund gelebt die letzten Tage hier im Schiff. Also ich sag's mal so. Die Funny Frisch Dillpickle Chips, Mave. Die sind nicht mehr voll. Von denen habe ich irgendwas mitbekommen. Was ist die Lore? Das war die sind die eklig. Ja, wir haben sie, ne, warte, wir haben dir die Lore erzählt. Das stimmt, wir haben die einfach immer weiter gegessen, bis die leer waren. Nee. Mave hat die nicht gegessen, ich hab sie gegessen. 15 Tüten waren es, glaube ich. Oh ja, das war Mave. Nee, doch, ich erinnere mich auch, jetzt Und dann wurden die aus dem Programm genommen, so eine Scheiße. Was war das gerade? Hier ist Ausgang, hat jemand einen Wurm? Wieso habe ich Todel? Wer wurde gewurmt? Ich weiß es nicht. Niemand. Johnny? Jemand anders gerade abgelegt, hä? Johnny, wurdest du gewurmt? Johnny, geht's dir gut? Johnny, ist der Wurm in dir drin? Alles gut. Soll ich den Kern ziehen? Johnny, du musst gewurmt werden. Alles okay. Soll ich den Kern ziehen und Quickie machen? Nee. Ich mach das aber. Oh mein fucking Gott, Bulli. Jetzt ist der Wurm hier wieder, oder? Nee. Yippie! Ich dachte wirklich, es wäre noch ein Hund in dem Raum. Wer legt das Flipping drin überhaupt ab? Johnny? Vorsicht, slash mich nicht! Nein! Ich habe Angst. Ist gut. Oh ja, Raum. Oh nein, nicht die Masken. Nicht so viele Masken, von denen habe ich richtiger Quickie gesehen. Da unten ist noch ein Painting. Das nehme ich mit. Oder sind das hier die echten Feuerechsen oder die falschen? Nehme ich das mit. Johnny ist hier unten! Das macht keine Ohne. Mein Flashware! Johnny, da steht dein Name drauf. Das ist deins. Ist das irgendwie, was ist damit? Da steht Flash drauf, das ist dein Name. Flash. Flash. Ich habe auch einen Wurm gehört. Die alle raus? Nimm nur das mit. Das ist wohl ein bisschen mehr wert. Ist da was? Ja, das ist noch ein Gemälde. Auf jeden Fall. Okay. U-I-U-A-A. Moggi hat mir was erzählt. Moggi hat gar nichts erzählt. Der war zu weit weg für dich, glaube ich. So, meine Frage, wenn ich mich am Ende von diesem Tag. So. Hat mir nicht erzählt? Komisch. Wir haben wieder stiftet. Ich lass mal Schlüssel hier. Ich verschlüssel gerade sagen. Schlüssel. Ein paar Schlüssel. Weil ich glaube, wir haben keine verschlossenen Türen gefunden, oder? Nee, ne? Ich hab gar keine gefunden. Fire Exit ist auch direkt in den Haupteingang, ne? Also bringt auch nichts. Oh, cool. Zumindest habe ich. Wo kommt das jetzt her? Kleiner Müdi. Zumindest habe ich zwei Fire.
Zumindest habe ich zwei Fire Axes direkt neben hier links gesehen. Wenn man reingeht, links gleich. Können natürlich Mimics. Können natürlich auch Mimics gewesen sein, ne? Wir sind dunkel hier. Naja. Bitte nicht flashen! Das hat er von mir. Ich flash euch gleich. Auch, es ist auch so ein Zong, ne? Ja. Flash mich bitte noch einmal oder irgendwie so, ne? Ich dachte, ich wüsste, aber vielleicht. Hä, hier war ich doch schon, oder? War ich hier? Weiß ich nicht, aber da ist die Tür offen. Ah. Oh oh. Oh nein, das kann doch nicht sein. Das ist der Fully. Oh nein. Der scheiß Wurm hat Fully gekillt. Das gibt's doch gar nicht. Oh, und hier ist auch offen. Das gibt's doch gar nicht. Gar nicht rauskommen, weil ich will ja eigentlich sterben. Was ist das für ein Klicken? Ich hab ja einen Teewunsch. Was hast du denn da? Maskenmann. Nein, nicht Maskenmann. Oh, cool. Hallo. Gut geschaut, Peter. Das ist der Ultimate. Wir haben Fully verloren. Hast du machst dir sehen, dass mich killen könnte, ne? Ja, da links. Da ist Fully gestorben an so einem Deckenwurm. Der gute alte Deckenwurm. Geht ihr woanders hin als ich? Ja. Okay, ich komm zu euch. Ja, warte, ich seid bei der Taschenlampe. Achso, nee, wenn die rausfinden wollen, dann gehe ich mit. Geht's aber ich kann sagen, ich glaube, ich habe mich getäuscht. Moggy ist gerade die Klippe runtergelaufen. Was? Nein! Das ist mir auch so oft schon passiert am Bahnhof. Einfach so irgendwo geht es plötzlich tödlich runter. Ich glaube, hier war der Ausgang eher. Ja, genau, da kommen wir her. Aber ich meine, er hätte uns wenigstens die Taschenlampe geben können. Was? Nein, da kommen wir nicht her. Hier sind wir Fully gestorben. Oh, hallo? Oh, Schleim. Hat das in der Sackgasse? Ja. Ich schwöre zu 1000%, dass wir hierher kamen, aber Johnny ist überzeugt, dass es falsch ist. Ja, ich kam ja hierher auf jeden Fall und ich kam ja mit Fully durch den Haupteingang, also hier geht's auf jeden Fall raus. Ja, wir kamen auch da lang. Ich hab extra geguckt, wo wir in den Bahnhof rein sind. Nee, hier ist der Brackenraum, das heißt, hier links halten, glaube ich. Hier so. Das ist kein Brackenraum. Ja, der wird so genannt, oder? Ja, weil die Leute dieses komische Gerücht glauben, was nicht stimmt. Sind irgendwo gesprungen. Ich glaube, hier müssen wir zurückspringen, genau. Ja, ich erinnere mich auch an das. Oh mein Gott. Ich habe keine Ausdauer gehabt. So, genau, und hier geht's jetzt raus. Genau. Meinst du schon die Lippe? Ah, hier. Nicht was? Was hast du mich gerade drin gefragt? Ob Johnny noch lebt, aber es ist nicht so wichtig. Ach so, ja, keine Ahnung. Beim Sprinten vertraut, okay. Na klar. Ich war selber nicht sicher, ob es reicht. Ich habe ja gesehen, dass sie nicht losgestürmt sind. Ich habe doch geguckt, ob Johnny vielleicht aus dem Fire-Exe gerade rauskommt. Ich mal zu. Johnny lebt. Johnny rennt. Alleine am Bahnhof immer noch. Und dass ich zwei Monster auf der anderen Seite. er weiß Johnny hat gesagt, da geht's nicht raus. Ja, und jetzt ist er wieder am Bahnhof und. Oh nein. Ich glaube, jetzt hat er. Ist tot. Er ist gestorben. Okay. Ich weiß aber nicht, was ihn umgebracht hat. Naja. Ist auf einen roten Punkt gelaufen. Naja, wir können raus. Gut gemacht, Jungs. Eine weitere Schicht bestanden. Oh Mann, nicht so viel Gemälde hier. Wir können ein Museum aufmachen. Mhm. Peter ist da runtergefallen. Stimmt, sieht sehr runtergefallen aus. Schaufensterpuppe. Ach, da war so ein Coilhead. Okay. Und zwei, die anderen zwei sind runtergefallen.
Kann ich einen Snack haben? Dürfte ich hier einen Hut haben? Ich hab noch ein paar da, ja. Was willst du? Oh, was hast du? Du darfst dir was aus der Snackschublade aus. Was okay? Meinen Magen füllt. Okay, Fully, ab zur Company. Ich hab was. Okay. Du hast PC-Dienst heute, das weißt du ja. Achso, ja, Computer-Chips. Ich hab PC-Dienst. Du musst im Prinzip nur Company eingeben. Oh. Wir haben echt so viel zweihändige Scheiße gefunden. Du müssen wir ein bisschen öfter laufen. Ja. Ich habe jetzt schon wieder so viel mehr Ausdauer als vorher. Jetzt kannst du noch landen. Bisschen Training in den Beine. John, Fully, jetzt kannst du noch landen. Also. Landen! Und wir verkaufen nicht alles, oder? Alles. Also alles. Unsere Quote ist jetzt echt nicht hoch. Wir verkaufen alles zweihändige auf jeden Fall, ne? Alle ja, machen. Die zweihändige Scheiße kann weg, das will ich gar nicht mehr nochmal sehen. Weg damit. Das will ich überhaupt nicht mehr, überhaupt irgendwie und sonst. Nee, gar nicht mehr. Nee, also generell gar nicht mit dem Spons. Ja, die Kompanie auf jeden Fall jetzt. Ja. Junge, ist das voll. Ach so, und ich ins Casino gehen, das ist buggy anscheinend noch. Ich habe noch keinen Hauptfix runtergeladen. Hol dir rüber ins Casino. Schrank. Geh da weg, geh da weg, geh da weg, geh da weg, Babe. Rum? Okay. Ist schon offen oder was? Nicht. Ja, schon ein paar Mal geklingelt. Norm, nicht oft genug, damit er sauer wird. Tja, ihn zählt aber alles rein spammen. Achso, und wir wollten die Schilder verkaufen, damit wir billigere Schaufeln kaufen, oder? Da wurde so schnell wieder geklingelt. Ja, das kann man auch haben wir alles verkauft jetzt? Nee, den Rest nehmen wir auf. Dann nehmen wir sicher restliche Schilder. Glaube ich nicht. Stark. Oh, zwei Schilder. Die ist immer noch dabei. Aua! Nicht in die ja, Augen leuchten. Entschuldigung. Halt den Laserpointer aus. Erste Hebel ziehen, Babe. Aua, Johnny! Erst den Hebel ziehen. Aua, Johnny! Was für ein Hebel? Ich wurde schon einmal geschlagen, oder nicht? Tot? Das ist mein Name. Kommen wir jetzt wieder shoppen und dann crasht es oder so? Ich will nur sicher gehen, dass es nicht das Hebel ist. Halt aua, aua. Lass, Johnny, na, no, no. Hey, Junge. Seine Schnauze immer am rumwackeln wie wild. Was macht der da draußen? Haben wir Mogi verloren? Gefährlich. Wir haben Mogi hey, Mogi, verloren. Du bist ein Trottel. Du wirst jetzt im Vakuum des Weltraums einfach ersticken. Boter erhetscht. Aha. Ist das so, Fully? Scheinbar nicht. Nee. Muss ich den so, ja, gut. Ich hatte keine Ahnung. So, ein paar Schaufeln, ein paar Taschenlampen und vielleicht ein cooler Planet noch. Taschenlampen! Moons. Kann ich die Flashbang zünden? Nein, die gehört ja, schon. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, auf welchen wir schon waren. Sieht aus. Okay, hey, Johnny. Deine Flashbang, nicht meine. Moons. Die ist da am Schrank. Die habe ich gerade wieder reingelegt. Nein! Auf den einen waren wir noch nicht, aber das ist regnerisch. Ist regnerisch für uns okay? Ja, Regen ist in Ordnung. Wir können das nicht tun, wir sind im Orbit. Ja, mit dem Regen kann man ja nicht tragen. Achso, das ist der Schrank. Wieso nehme ich keinen Schaden? Klingel rein! Wieso ist der Sound eigentlich so eklig, wenn man das ausholt? So. Ja, so, also sind so, alle ja Arme ich weiß nicht. Gerade dabei. Wir haben ein sehr eng anliegendes Kostüm und das macht dann so ein paar... Ja, ich glaube auch. Was? Sehr gut. Was war das? Hey, ich habe Johnny gerettet. Das geht mir immer wieder durch. So. Mir ah, auch, Johnny, mir auch. Die laden immer so lange. Der hat du Schaufeln gekauft? Ja. Ja, nur bei Fully. Ich hoffe, wir kommen schnell genug hin. Okay, wir haben nur eine. Wir haben nur einmal einkaufen. Also nur einmal. Nur einmal holen, dann ist gut. Der Amazonas. Yo! Oh mein Gott, das ist bei Jonas. Ich bin der Jonas. Hazard Lab. Oh mein fucking Gott. Oh shit. Achtung. Taufel, Kartenlampe. Auf geht. Auf geht. Warte mal. Oh, ich bin noch ein Laserpointer. Hilfe, ich versinke! Ich bin noch ein Laserpointer dabei. Skill-Issue oder so? Ja. Das ist ja echt gut.
Nun spring doch! Ich hab mich die ganze Zeit gewundert, wo der Laserpointer hin ist, aber der war einfach in einem anderen Fach. Dieser fucking Schrank, ey. Wer war das? So, die kann auch noch hier bleiben. Ja. Zack. Nein, zack. Oh Gott. Alter Scholli. Alter Scholli. So, wo haben wir die rote Farbe? Hier. Oh mein Gott, Maeve, du bist so smart. Oh, Danger Zone. Oh nein, was? Ich hab direkt einen Hero Brian. Ich bin doch noch beim Schiff. Dann dreh dich nicht so oft um. Das ist ja gemein. Wieso ist hier draußen ein Hero Brian? Welchen hast du gesehen von uns? Weiß ich noch nicht. Ich hab nur das Haus gehört und. Hier ist ein Jump'n'Run, wie gemein. Naja. John. Joni. Tot. Ich gehe mal einen anderen Weg. Da oben ist Fire Exit, glaube ich. Oder? Ich hätte mal Walkie-Talkies holen sollen, fällt mir gerade so ein. Upsi. Fire. Was ist für ein Geräusch gerade? Bin ich jetzt von Hero Brain gejagt? Ich hoffe nicht. Hallo? Katze. Oh! Hörst du mich? Wer ist er denn? Ich muss raus. Da ist das Kind. Wer war der denn? Oh mein Gott. Ich wünschte, ich könnte wie ihr zurückspulen und es mir jetzt nochmal angucken. Oh mein Gott. Eine Katze retten. Wie heißt sie eigentlich? Ich hasse das Spiel manchmal. Wo ist die Katze? Die ist so. Oh nein! Oh, ich kann doch jetzt nicht zurückgehen, oder? Wenn das Mädchen mich jagt. Ich guck mal, wer noch lebt. Ach, so eine Scheiße, ey. Bulli ist tot. Moggy? Stirbt gleich. In wenigen Sekunden. Moggy läuft zusammen mit dem Gegner. Okay. Wie schön zusammen. Ah ja. Okay. Zombie ist tot. Johnny tot. Moggy ist draußen. Oh, das ist mein Fire Exit. Okay. Mal kurz auf die Kamera oben gucken, ob das Mädchen draußen steht. Nein, ich kann es nicht erkennen. Ja, ich darf auf keinen Fall nach hinten gucken. Ich glaube, wenn ich nach hinten gucke, sterbe ich. Ich habe jetzt nämlich schon einmal nach hinten geguckt, deswegen kritisch. Oh, Moggy läuft gerade an der Katze vorbei. Ich habe die auf der Karte gesehen. Ach du Scheiße, ah und Schleim. Oh, und ein. Na cool. Ich hab Boden überall angefaked.
Okay, Mate, wie sieht's aus? Ich glaube, das Mädchen und Herobrine haben mich gerade gejagt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Du sollst also sagen, sieht nicht so gut aus. Und die anderen sind alle tot, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ich glaube, ich habe einen neuen Gegner gesehen. Zumindest irgendwas rot leuchtendes. Was in alle Richtungen rot leuchtet. Ja, das war ein Schatz. Ein Schatz? Gut. Ich glaube schon, was war das leuchtende Zombie? Ich habe kein leuchtendes gesehen, tut mir leid. Hey, du hast das mitgenommen, was? Achso, dieser der Cursing Curse, keine Ahnung. Du hattest so ein komisches Alien im, du hast so ein Alien im Arm, Zombie. Ja, ja, das wollte ich mitnehmen und dann hat der Bratten sah ein bisschen niedlich aus. Alles weggenommen. Will ich die Maske aufnehmen? Habt ihr meine Aktion mit der Katze gesehen? Habt ihr meine Aktion mit der Katze gesehen? Nee, ich hab die Katze gesehen, aber nicht die Aktion. Ich hatte eine Katze und wollte hier auf der Brücke da absetzen, um mal zu gucken, wie sie heißt. Ist einfach die Brücke durchgeglitscht und weg war's. Nein. Ja, die ist ja in der Luft gelaufen. Ich hab da oben gelandet. Jetzt fast gesehen. Okay. Nochmal auf dem Planeten, auf geht's. Also wir nutzen keinen Jump'n'Run war. Lampentime. Also, auf zum Jump and Run. Woo! Genau. Du hast es gelöscht. Maeve, deine Nase wurde gerade lang. Yeah. Hast du gelogen? Maeve hat gelogen. Ich glaube, ich gehe in den Fire Exit rein, wenn er so nah ist. Ich glaube, ich habe keine Taschenlampe. Hat Maeve gelogen? Ich glaube, zum Fire Exit wollte ich gar nicht, aber naja, was soll's. Fire Exit! Der ist auch leichter zu erreichen, einfach. Das wäre ja fast schon so, als würde man. Ich regeneriere hier nicht. Ich regeneriere das Rennen kaum. Bist du auch gestorben, Fudi? Wurdest du auch vom. Wie schwer bist du denn, Johnny? Herobrine. Also, nee, Null. Ich bin im Bracken erfolgreich entkommen. Und dann kam Herobrine mir direkt ins Gesicht. Ich hab davor gar nicht festgestellt, dass er da war. Aber vielleicht war es das, was ich vorher gehört habe in deiner Stimme. Ah, so eine Quatschtante. Hab ich nicht realisiert, dass da wahrscheinlich noch ein Gegner war hinter mir die ganze Zeit. Oh, hier ist ein Haus, richtig. Da sind sie! Hol dir auf dem Rückteam, jetzt kannst du kaum mehr rennen und du bist fucking nervig. Warte, ich hab eine Schaufel. Warte! Fully, warte. Was? Nein! Jungs! Aua! Ja, normalen Eingang kann man hier aber nach rechts abbiegen. Das ist so gemein. Ist Fully wieder nicht mehr nervig? Kannst du mir mal? Ich kann dich schaufeln. Das wäre nett. Weg mit dir. So, hier ist die Schaufel wieder. Ah, wir haben schon einen Gegenstand. Oh, ist ein bisschen schief hier. Sind offen. Ist ein bisschen schief die Eingangstür, ne? Du hast also Maeve einfach allein gelassen mit den Teilen, Fully. Ja, hat er. Tatsächlich. Einfach weggerannt. Er hat sich von mir befreien lassen und ist dann gegangen. Ich hab mich fangen lassen, weil das meine neuen Freunde sein sollten und die hat sie getötet. Nicht wie. Maeve hat sie erstmal, wollte sie töten, dann bist du abgehauen. Eine Katze. Wie heißt das die? Ist auch schon wieder ein neuer Freund. Ich habe auch einen. Oh, bei mir ist gerade das Licht ausgegangen. Meiner ist ein Freak, meiner ist cool. Stell mal kurz hin, Fully. Was war das? Eine Froschlampe? Nee, das ist ein echter Frosch. Der liegt aber ein bisschen schräg. Sollte es nicht machen, Johnny hat den Geist. Das Geistermädchen? Was mit Johnny? Johnny hat den Geist, Johnny ist tot. Oh, ich sehe das Geistermädchen, tschüss. Ja. Alter. Ich bin jetzt alleine. Vor allem, bei mir ist ja wieder das Licht ausgegangen, ne? Vielleicht habe ich wieder Herobrine. Oder ich sehe das Licht auch ausgehen bei den anderen Leuten, wenn die das haben. Bin jetzt nicht sicher. Wo waren wir überhaupt schon alles? Moggy, Fully? Fully, Moggy? Moggy, Fully? Goldmünze? Wie viel ist die wert? Naja. Cursed Coin. Bestimmt eine gute Idee, die mitzunehmen. Geht's hier noch weiter? Nee. Tja. Ich wollte reinrennen. Mit Absicht. Ah! Scheiße!
Wo seid ihr? Ich rede, ich bin hier. Wo denn? Da. Denk dran, immer so ein bisschen versuchen, immer zickzack zu rennen. Oh mein fucking Gott. Du leuchtest wie ein Weihnachtsbaum. Hinter uns, Maeve. Raus hier. Yippie! Gut. Ich hab meinen Teil getan. Warte mal. Tigger ist hier durchgefallen. Wer hat meine... Der ist hier unten jetzt. Ich hab ihn. Ah, okay. Ich wollte nämlich die andere Puppe, die da liegt, mitnehmen. Okay, und das hat nicht geklappt. Ich hau lieber ab. Bist du lieber weg? Da drin war nämlich doch ein bisschen eine brenzlige Situation. War ich hier in der Nähe, die Brücke? Die Brücke ist weiter vor. Alles und das gut. ist der Schatz, ja? Was du da hast? Ich denke ja. Und der ist rumgelaufen. Nee, das ist eine Disco-Kugel. Der hat sich bewegt. Wenn so fett Party machen. Curses. Wir können es uns im Raumschiff anschauen. Ich habe eine Curse Coin. Ich habe vorhin auch schon die Curse Candle mitgenommen. Vielleicht werden wir super night super verflucht. Oh, ein Pfeil. Oh mein Gott, ich folge dem Pfeil. Jungs, folgt mir, ich weiß, was dann geht. Irgendwann wird Fully noch durch den Boden klippen und sterben. Warum sollte ich das tun? Keine Ahnung, hier klippt man manchmal durch den Boden. Und stirbt man dann? Also ich denke, wenn du durch den Boden im Wasser landest, bist du tot, ja. Ah, mies. Denn Wasser ist böse. Hi. Wir sind da. Und Morgi kommt auch hinterher, verstehe. Ich habe ein paar Flutlichter dabei. Ja, ich sehe es auf der Kamera die ganze Zeit, ich guck dir zu. Ich hab so ein bisschen Geister-Action. Bleib da stehen. Boah, schon gruselig. Ich kann mich leider nicht umdrehen, aber du musst es auch in die Hand nehmen und dich ein bisschen drehen dabei. Disco Lights, Disco Lights. Was? Okay, was? Ist cool. Party. Was ist denn? Ich hab ein Booster Pack. Willst du auspacken, Moggy? Ups, ich hab ausgemacht. Willst du Pokémon auspacken, Moggy? Ja. Ich packe aus, seid ihr bereit? Ja, ich bin bereit. Es ist ein Stomper. Oh, ich dachte, ein Hund. Stomper, wirklich. Echt scheiße, Mann. Er hat nur zwei Sterne, der ist noch echt einfach zu beschwören. Vielleicht läuft die Katze raus. Oh, Johnny ist auch tot, nehme ich an. Es war gerade mal 2 Uhr nachmittags. Wollen wir nochmal losziehen oder hauen wir ab? Warum ist denn eine Dogecoin? Das ist eine Curse Coin. Nein. Ich schau nochmal raus. Was mit seinem Kopf? Ja, Glück. Er hat keinen Kopf mehr. Sein Kopf ist ein kleiner Wurm. Wo? Nee, das ist der Frosch. Der Kopf fällt ja ab, wenn das Geistermädchen einen erwischt. Und das ist jetzt hinter dir her, ne? Ja, ich hab's schon gesehen. Ah, schlecht. Steht's draußen? Ja, ich. Nee, tatsächlich nicht. Naja. Ich hab mal Walkie-Talkies kaufen sollen, fällt mir gerade so ein. Naja. Achso, ich dachte, du hast welche gekauft. Ja, gekauft, ja. Jungs? Jungs? Sind die so ein Fire Exit rein? Wahrscheinlich, oder? Die haben sich noch mal den Weg gemacht, zum Haupteingang zu gehen. Nee. Die sind hier drin. Hundertprozentig. Hallo? Johnny? Nee, Johnny ist tot. Was war das für ein Geräusch? Boah! Du kleine Mistfigur! Oh, du! Was willst du denn jetzt noch? Junge!
Okay. Das Muggel, glaube ich. Und ich habe, glaube ich, wieder Hero. Ach, das ist das Mädchen wahrscheinlich, was ich gerade gehört habe. Ich denke mal, dass ich gemeint bin damit, aber ich glaube, es war Zombies Problem gerade. Oh ja, und Zombie? Hallo, Maeve. Mädchenalarm, hey, oder? Maeve. Ich habe das Flackern gehört, zumindest. Hast du was gefunden, hast du einen Lootbug verbrannt? Ey, ich habe noch ganz. Ich habe zwei Lootbugs geschüttet und habe dann ganz viel Loot gefunden von denen. Was sind das? Eine Kugel. Und ein Buch. Oh, ein Glasauge. Ich dachte, das wäre ein. Achso, ja. Ich drehe meine Kamera ganz schnell im Kreis, bis ich fällt, wenn ich mich jagt. Können wir los? Theoretisch können wir los, aber ich wollte gejagt werden. Ja, so, wir können los. Ich dachte, das wäre auch ein Flashbang, aber es ist nur rum. Na los, Flashbang. Wann ist Johnny eigentlich gestorben? Messermädchen. Messermädchen. Oh, ja, das ist ungünstig. Das eine Mal, wenn er sich nicht umschauen soll, schaut er sich um und stirbt. Gruselig. Gibt Vito Deckung. Ich geb dir Deckung, Vito. Go easy on the Pepsi. Hallo? Pepsi. Das war ja später. Endet. Ich will ehrlich einen Snack haben. Gib mir einen Snack. Ich soll mich nicht umschauen, Fully. Soll man sich hier nicht umschauen, oder wie? Ein Tag left, let's go. Ja, nee, gut in der ersten. Oh mein Gott. Ich kann aussetzen. Der allerbeste Streamer, den ich kenne. Okay, Johnny, welche Schwierigkeitsstufe haben wir gleich? Ich möchte, dass du es laut vorliest. Hat er doch. Haben. Kann ich wieder weg? Geht, wenn es genau so läuft. Na, also, was soll man da machen, ne? Und so, geht. Okay. Was? Das ist eine Thumper-Yu-Gi-Oh! Redest du mit jemandem? Yu-Gi-Oh! Hazard Level S. Warte mal, ist wirklich Hazard Level S? Das ist Eclipse. Ja, ist wirklich Hazard Level S. Ah, shit. So, ich hoffe, du findest ab jetzt den Weg, Moggy. Ja, ich bin nicht gestorben, okay? So, mal sehen, ob ich mir das Geistermädchen als erster finde. Whee! Johnny, bevor du reingehst, willst du dich noch 10-mal im Kreis drehen? Einmal ganz kurz, so ganz oft. Damit du der Paranoidste bist, wenn du reingehst. Passiert das wirklich? Hm. Das Geistermädchen kommt zum Paranoidsten? Ja, der sich am meisten umgedreht hat in den ganzen. Aber es kann sein, dass die anderen schon getriggert haben, die drin waren. Aber ist das scheiße. Okay. Ich wollte dir noch zu Ende zuhören, bevor ich reingehe. Achso. Vielleicht hast du noch was zu erzählen. Little Jumpany. Nice. Was ist denn das jetzt direkt? Dieses Geräusch habe ich vorhin auch schon gehört. Ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Soundeffekt von der Map ist, oder? Vielleicht. Die Küche ist leer. Was habe ich eigentlich über für ein Pech? Das habe ich auch noch nicht gesehen, dass die mal leer ist. Wirklich, das ist wieder so typisch. Das ist ganz schön eilig. Ich finde auch so selten Stuff, obwohl ich immer reinrenne und scanne. Oh, ich höre irgendwas. Wird Zeit, dass mal wieder ein Turret hier hinter der Ecke steht, oder? Der Teleporter. Vorsicht. Den Teleporter können wir als Flucht gut nehmen. Ich glaube, hier unten ist ein Stampfer. Ja, da habe ich auch nämlich gerade gedacht. Kein Loot. Nee. Loot tut gut. Ein guter Hut tut gut. Loot tut gut. Hier ist gar nichts unten, oder? Wir können wieder hochgehen. Wollen wir Teleporter gehen? Ich habe einen relativ sinnlosen Keller gefunden. Wollen wir supporten? Let's go. Klasse. Wieder eine Küche. Ich war noch 5 Meter daneben, oder? Donny, hörst du mich? Wo waren die hier? Der war hier, ne? Oh mein Gott. Boah, ist der laut. 2 Fire Exits, natürlich schlecht.
Oh, ich bin mir so sicher, dass dieses Geräusch einfach nur von dem Dungeon ist. Okay. Der ist ja süß. Drei Fire Exits. Was hier? Kann ich nicht looten. Da ist ein Loot-Gold. Da ist ein Schoppi! Uli? Das ist, bist du der Echte? Nee. Natürlich nicht. Das ist ja echt der Muggi gerade im Hintergrund, den ich höre. Noch mehr Fire Exit. Irgendwo stampfen die hier umher, die Jungs. Hallo? 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 Ich stell dir mal vor, das wären alles Skinwalker. Dann habe ich richtig, die Arschkarte gezogen. Hallo, hört ihr mich? Weil die antworten mir auch nicht, das ist das Problem. Ich höre alle durcheinander quatschen. Ich höre euch gar keinen mehr. Warum jagt er mich? Was willst du? Du dumme Sau. Ich bin hier mitgelandet mit dem Teleporter. Naja, mal gucken. Nein. Nein. Okay. Dann war hier noch ein Dritter. Hier. Nee. Da ist ein Riese hinten unten. Einer von uns. Zwei von uns. Ich kann den Jump'n'Run nicht machen mit zwei. Nee, nee, ich muss versuchen. Da sind die Riesen. Ich kann nicht wirklich weit springen. Ich versuche mal rauszufinden, wo der andere Riese ist. Ist er durch die Brücke geklippt? Das wäre ganz gut, dann kann ich da lang. Ja, jetzt will ich es nicht mehr machen. Hey, was zur Hülle ist dieser Frauen? Ja, ich habe auch relativ zu Hause. Schaden. Oh mein Gott. Warte mal, was? Ah, das ist Maeve, okay. Ja, der Maeve auf meiner Schulter redet. Alter, der Thumper hat bei mir so viel von Fully, also so viele Fully-Sätze gesagt, dass ich irgendwann dachte, der ist echt. Der hat nicht nur einmal kurz was gesagt. Bei mir, ich hab euch so als Gruppe unterhalten hören und dachte, okay, da kommen jetzt richtig
ihr seid irgendwo unterwegs zusammen. Ja, ich habe auch gerufen. Okay. Nach dem Rest. Ja, ich glaube, ich habe Moggy nochmal irgendwo eventuell. Soll ich dich befreien? Du bist fast tot. Ich habe fast kein Leben mehr. Ja, dann musst du wohl die behalten. Was? Das war die Gott, das war Moggy. Hier, Johnny, nimm den Typewriter in die Hand. Waren das die Aliens, die bei dir geredet haben, oder haben wir hier noch ein Vieh irgendwo? Wie meine Tastatur? Yo, Moggy sag ich schon. Johnny, was machst du da? Etwa das zweite Video dieses Jahr? Schreibst du schon ein Skript? Ja. Snape hat gerade gesagt, ey Johnny, was machst du das zweite Video dieses Jahr? Nein, das hat er wirklich gesagt. Snape ist doch hier. Ich stehe doch hier neben dir. Alter, ich dachte, der andere Satz war zwei Mave-Stimmen gleichzeitig. Ich dachte, der andere. Nee, bei uns war nur ein Satz von Mave. Was war der andere? Er hat Hallo gerufen. Ich weiß nicht mehr, was der andere gesagt hat. Ich hab den aufgeschnappt. Nein! Oh! Hört mich nur einmal kurz was gesagt. Oh mein Gott, tut mir leid. Alter, ich konnte davon nicht flüchten. Ich dachte, du bist ein neuer Mob, der plötzlich was ist denn? Ey. Was ist denn los mit ihm? Holy shit, war easy und eine Schaufel mit einem Schlag. Was hat Zombie denn für ein Problem jetzt auf einmal? Aua. Einmal geht noch. Okay. Will die Katze mit? Danke, tschüss. Oh Gott. Eine Katze gefunden. Oh, du hast sie. Katze. Sie wurde ermordet, zu Tode gekriegt. Hier hab ich Mave erwischt. Ich hab in die Richtung geschaut. Pepsi. Warum? Weißt du, alle wollten mich schlagen. Ich warne sie alle und du tötest mich einfach. Ich hab mich gehört, damit du leben kannst. Aber okay, alle wollen nicht schlagen, ich sehe schon. Meint ihr, das reicht? Nein, du wolltest mich nicht schlagen. Ja, das reicht. Vielleicht. 1300 und wir brauchen 400. Ach, knapp. Wir haben so viel. Gerade so. Sehr viele leckere Croissants. Yes, kriegen wir nicht hin. Wir werden sterben. So viele leckere Croissants. Das ist ein Croissant. Hilfe! Was? Ich will nur meinen Frosch wieder. Der Frosch ist so laut. Quack, quack. Der Jumpini. Sind also meine Sammelkarten da? Oh, wie viele Karten haben wir denn? Wir haben eine ganze Collection. Das ist ein verfluchtes Croissant. Oh nein, einer hat den Typewriter verkauft. Oh, Entschuldigung. Oh, das ist lustig, dass ihr den behalten wollt. Auf den, kann man auch, hier Spaß mit dem auf den kann man rumtippen. Der macht dann so bling. Ah, kannst du auf. Kannst du verkaufen oder mal verkaufen lieber, ne? Die macht nur Stress. Alles gut, Jungs, mal weiter so. Moment, die macht nur Stress. Stopp. Wir haben schon die Quote. Aber Katze kann weg. Ist recht. Das macht nur Stress, oder? Ui! Nimm mal ein Stückchen, du. Nein, der Screen! Mann, der hat mein Spiel zerstört! Das ist kein Highscore! Oh, Moggy, was hast du da für ein Zeug? Komm, scheppert ja komplett auf. Oh mein Gott! Du hast mich so sehr geflasht. Was ist passiert? Wenn du damit durch die Gänge läufst, dann hast du. Deswegen braucht Zombie nie eine Taschenlampe. Ah. Der kann sich den Weg einfach frei reflektieren. Ich bin der Lichtritter. Ihr könnt hier vertrauen, ich rette euch. Ja, ich bin sogar Frosch dabei. Der ist so laut. Das ist auch ein netter Vorgeschmack für den nächsten Tag. Okay, wir haben alles verkauft, wir können los. Ja, ne? Ja. Ich bin am Videospiel spielen. Hallo, ich bin Gamen. Hallo. Cool. Bin ich noch im Schrank? Ja. Ja, wir haben so schön. Nein, ich seh nichts! Tja. Ich seh was. Oh ja. Ich seh auch so einiges. Quote reached. Bis zum nächsten Mal. Knapp, oder? Bei Lethal Company. Moment, der Highscore! Das war jetzt aber nicht hier ausgemacht, dass wir die Folge beenden. Tschüss! Ja, ich bin noch im Highscore. Okay. Was die 1000? So. Ciao! Nein! Ich hab's nicht mal. Tschüss.